Hallo Leute, hier ist wieder euer Vanny vom Halo Cluster. Wir haben euch jetzt schon eine ganze Weile lang wieder ohne News gelassen und deswegen gibt es heute wieder volle Breitseite. Wir haben ein richtig dickes Programm, deswegen fange ich auch direkt mal an. Im Multiplayer von Halo 5 Guardians soll es nur noch Dedicated Server und kein Peer-to-Peer-Verbindung mehr geben. So Josh Holmes in dem Forum von Team Beyond. Wir haben nur Dedicated Server für die Multiplayer in Halo 5 Guardians. Das ist wahr fürs Matchmaking und fürs Customs. Es gibt kein Peer-to-Peer. Peer-to-Peer-Verbindungen definieren sich durch die Verbindung mehrerer Spieler mit einem Spieler, der seine Verbindung als Host zur Verfügung stellt. Der Vorteil ist, dass kein Server angeschafft werden muss, jedoch basiert die Verbindung auf der Bandbreite des Hosts und kann dementsprechend zu Lags führen. Werden Dedicated Server eingesetzt, nimmt der Server die Rolle des Hosts ein, was eine höhere Chancengleichheit für alle Spieler verspricht. Wir dürfen sehr gespannt sein, schließlich wurde uns das schon zur Master Chief Collection versprochen. Naja. Besitzer der Master Chief Collection können wohl so langsam aufatmen, da diese nun endlich beinahe bugfrei zu sein scheinen. Sicher gibt noch die ein oder anderen Probleme, beispielsweise mit den Custom Lobbies, wobei selbst diese schon wesentlich seltener auftreten. Selbst das Matchmaking ist nun ein Vielfaches besser geworden. Beispielsweise wartet man jetzt anstelle von etwa 10 bis 20 Minuten nun weniger als 5 Minuten oder sogar bloß 3 Minuten auf eine neue Lobby. Das ist natürlich von der Popularität der Spielliste abhängig. Hier als Beispiel jetzt mal Halo 3 genommen. Laut neuesten Status-Updates seitens Halo Waypoint wird es demnach im April das nächste Content-Update geben. Neben weiteren Bugfixes dürfen wir uns nun auch endlich auf die längst versprochene Wiedergutmachung freuen. Neben Halo 3 ODST wurde, wie ihr ja natürlich von uns wisst, eine Halo 2 Anniversary Multiplayer Map angekündigt. Dazu gibt es jetzt erstes Videomaterial. Relic erstrahlt in einem neuen Halo 2 Next Gen Engine im völlig neuen Glanz und macht auf uns schon einen sehr guten Eindruck. Schaut es euch einfach mal an. Kürzlich startete auf der eigens erstellten Tumblr-Seite Haunted Truth ein Countdown. Manche haben sich große Enthüllungen zur Halo 5 Guardians-Kampagne erwartet, tatsächlich wird aber nur Material für neue Theorien verstreut. Oder vielleicht doch mehr. Dieses Material besteht zum ersten aus der wöchentlichen Audioserie des fiktiven Journalisten und Kriegsfotografen Benjamin Girard. Dieser lädt dazu ein, ihm auf der Suche nach der Wahrheit um den Master Chief, den modernen Superhelden, zu begleiten. In der ersten Episode wird aus einem Feature über einen Helden aber schnell eine echte Untersuchung nach der Identität des Master Chiefs und die Frage, wer die Wahrheit über den Helden sagt, der vielleicht auch ein Verräter ist. So erste Theorien seitens IGN. Neben dem Audio-Podcast war auf der Seite auch der zuvor bekannte Trader Bullet Trader zu sehen. Dessen Videoplayer war zudem mit einer detaillierten Slow-Mo-Funktion versehen und es wurde angemerkt, auf Details zu achten. Neben der Trader-Gravur, die Verräter-Theorie noch zusätzlich bestärkt, befinden sich auch die Worte Son, also Sohn, Abductee, also Entführter, Victim für Opfer, Orphan für Waisenkind, Recruit für Rekrut, Soldier für Soldat, Warrior für Krieger, Ally für Verbündeter, Hero für Held, Savior für Erlöser oder den Retter, und wie gesagt zuletzt Traitor, also Verräter auf dem Projekt hier. Das klingt doch sehr nach dem Werdegang des Master Chiefs. Aber was sollen die letzten Worte bedeuten? Wir dürfen sehr gespannt sein, was uns Halo 5 Guardians diesen Herbst zu zeigen hat. Also, der Hype ist real, Leute. Mein Gott. Kürzlich sind durch den YouTuber GamesCheat1 bislang unbekannte Zwischensequenzen der Halo 3 Kampagne veröffentlicht worden, die es offensichtlich nicht in die finale Verkaufsversion geschafft haben. Ein möglicher Grund für den Schnitt könnte die Belanglosigkeit der Sequenzen für den Storyverlauf sein. Halo-Fans sollten jedoch mal einen Blick wagen, da man so mal die Möglichkeit hat, die dort verwendeten Platzhalterstimmen vor dem finalen Voice-Over-Arbeiten zu hören. Diesbezüglich gibt es auch bei Halo 5 Guardians Neuigkeiten. Für alle, die nicht gespoilert werden wollen, bitte etwa 5 Sekunden die Ohren zu halten. Die Sprecherin von Cortana hat ihre Arbeit aufgenommen. Gibt es ein Wiedersehen oder ähnliches, wie schon in Halo 3, durch Flashbacks? Wir lassen uns überraschen. PC-Spieler sind im Allgemeinen dafür bekannt, dass sie die Konsolen für ihre konsolenexklusiven Titel beneiden. Aber auch, dass sie durch ihre Möglichkeiten in der Lage sind, beeindruckende Mods zu schaffen, die dem Original zum Teil in nichts nachstehen oder sogar vielleicht sogar besser sind.
Die Mod namens The Eridanus Insurrection texturiert Arma 3, das auf der Real Virtuality 4 Engine basiert, um so irgendwie an Halo zu erinnern. Der serientypische Realitätsgrad bleibt dennoch erhalten. Für Fans von Militärsimulation und Halo sicherlich eine recht interessante Mod, jedoch nichts im Vergleich zu dem, was der folgende Mod auf Lager hat. Wir hatten vor einer Weile in den Cluster News eine Halo Combat Evolved Level Mod vorgestellt, die in seinem Umfang und seiner Schönheit bislang mit nichts zu vergleichen war. Ebenfalls vom Custom Map Team präsentieren wir hier ihr neuestes Werk, das Fan Remake The Silent Cartographer Evolved. Wie es der Modname bereits erahnen lässt, handelt es sich hierbei um ein Remake von The Silent Cartographer oder Der schweigende Kartograf, die vierte Mission aus Halo 1. Dieses Remake trumpft auf mit alternativen Pfaden sowie neuen bzw. anderen Waffen und Gegnern. Die Links zu den Mods findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. In Sachen Spracherkennungsprogramm zieht Microsoft jetzt endlich nach. Bislang war Cortana nur auf dem Windows Phone anzutreffen. Zukünftig wird uns Cortana aber auch auf eigenständigen Apps am Windows PC oder auf mobilen Geräten mit Google Android oder Apple iOS zur Seite stehen. Eric Horowitz, der Managing Director von Microsoft Research, erwähnt den Herbst als möglichen Release-Zeitraum. Hi, I'm Cortana. Oft haben wir berichtet, dass die Master Chief Collection Bundles in aller Welt verkauft werden, ob in Brasilien oder Japan. Jetzt können wir uns auch ein Bundle erfreuen. Für 399 Euro erhaltet ihr auf der Xbox Homepage eine schwarze Xbox One ohne Kinect mit 500 GB, einem Controller und der Master Chief Collection. Hier empfehlen wir, bei Interesse auch noch nach anderen Händlern Ausschau zu halten, da diese meistens die besseren Preise haben. Wer braucht schon eine Xbox, um Halo zu spielen? Heutzutage spielt man Halo auf Twitch? Auf Twitch? Ja, genau, auf Twitch. Auf dem Twitch-Kanal Twitch Plays Halo kann man im Chat Befehle eingeben und der Chief gehorcht sofort. Also ähnlich wie es schon bei Twitch Play Pokémon der Fall war. Das Schwierige ist nur, wenn ein User dem rechten und ein anderer dem linken Grunt eine Kugel verpassen möchte, kommt es zu Komplikationen und es wird chaotisch. Wenn ihr euch das Spektakel mal in Halo CE oder Halo 2 anschauen möchtet, findet ihr in der Beschreibung den Link zum Stream. Bisher war der Halo-Follower der unangefochtene Halo-YouTuber in Sachen News etc. Vor etwa einem Monat feierte Ultimate Halo aber seinen Kanal-Reboot und setzt qualitativ neue Maßstäbe. Jetzt sieht es so aus, als müsste sich der Halo-Follower nun das Rampenlicht mit Ultimate Halo teilen. Ultimate Halo bietet jedoch neben den neuesten News auch Montagen an. Gewissermaßen das internationale Äquivalent zu dem Halo-Cluster. Ihr seht, die Idee kommt an und boomt natürlich, haben sie sich gut von uns abgekupfert, ist auf jeden Fall ganz klar ein Blick wert, meine Freunde. Ihr seid auf der Suche nach einem Halo 2 Anniversary Turnier? Dann schaut mal wieder bei haloesports.eu vorbei. Die bieten euch nämlich für den 29. März ein FFA Cup an. Wer Lust und Laune hat, meldet euch an, wir wünschen euch viel Erfolg und Spaß. Zum Schluss nochmal was in ganz eigener Sache. Wenn ihr begeisterte Let's Player oder Kommentatoren seid, laden wir euch an dieser Stelle nochmal herzlich dazu ein, eine Mission der Halo 2 Anniversary Kampagne für das Halo Cluster zu Let's Playen. In der Videobeschreibung findet ihr das Video, welches unser Projekt Halo 2 Community Let's Play erklärt. Wir freuen uns auf eure Beteiligung. Außerdem suchen wir noch competitive begeisterte Halo Fans, die hier bei uns als Redakteure fungieren, um euch mehr mit den News vertraut zu machen. Ihr könnt dann das Skript schreiben, aber auch sofort kommentieren. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare oder an die Facebook-Seite bitte wenden. Wenn da jemand Interesse hat, wir freuen uns auf jede Art von Hilfe und Beteiligung, die von euren Seiten kommt, wie es immer ist. Passend zum The Walking Dead Season Finale im amerikanischen Fernsehen wird im Anschluss der brandneue Live-Action-Trailer zu Halo 5 Guardians gezeigt, um so eine möglichst große Zuschauerschaft von schätzungsweise 15 bis 20 Millionen Views zu erzielen. Sobald das Ding draußen ist, erfahrt ihr es von uns und bekommt es hier natürlich zu sehen. Was soll ich sagen, ihr Lieben? Das war's schon wieder mit der heutigen Folge. Es gab wieder allerhand Informationen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder das ein oder andere Neue sagen zum Halo-Universum. Wenn es euch gefallen hat, drückt da einfach ein Like rein. Feedback und Kritik sind wie immer sehr gerne gesehen. Einfach in die Kommentare schreiben und natürlich interessieren uns auch eure Meinungen zu den angesprochenen Themen. Beteiligt euch wie immer und dann wird es einfach wieder eine richtig klasse News-Folge werden, denke ich. Wir sehen uns in den nächsten News und ich verabschiede mich. Euer Venny schaltet sich ab. Macht's gut. Suicide.